Gut, worum geht's heute? Es geht um Wuchssteuerung bei Mädchenkiefern in dem Fall, aber das gilt auch für andere Kiefern. Wuchssteuerung, was ist damit gemeint? Im Prinzip geht es um Folgendes. Ein Baum möchte oben groß werden. Warum? Damit er schnell aus dem Grasbereich, aus dem Unterholz rauskommt, damit er Licht bekommt und wächst. Wenn er das nicht schafft, geht er an Lichtmangel irgendwann ein. Deswegen tun ganz normale Bäume vor allen Dingen oben wachsen. Das sieht man hier schon sehr schön. Die Kerzen hier oben sind sehr groß. Kerzen hier unten sind verhältnismäßig klein und mickrig. Ja, dieser Baum ist bestrebt, nach oben zu wachsen. Wir, wenn wir einen Bonsai haben wollen, wollen natürlich genau das Gegenteil. Wir wollen nicht, dass der riesengroß wird, sondern wir wollen ihn gestalten. Aber er soll natürlich nicht jetzt jedes Jahr einen Viertelmeter zulegen. So, und darum geht es. Wie steuere ich das? Ich will noch ein bisschen eingehen darauf, warum die Bäume gerade oben wachsen. Hier oben in diesen Spitzen werden Wuchshormone produziert. Also der Baum macht Photosynthese, er produziert verschiedene Stoffe, unter anderem Wuchshormone. Da gibt es eine ganze Reihe von. Es gibt zum Beispiel Auxine, es gibt Gibberelline, es gibt Zytokinine, aber es gibt auch ganz einfache Moleküle, die da eine Rolle spielen, wie Ethylen zum Beispiel. Ethylen wird gern in Gärtnereien eingesetzt. Ethylen tut zum Beispiel hervorrufen, dass die Blüten anfangen zu blühen, also eine Blühinduktion wird hervorgerufen, oder eine Fruchtreifung, also wenn ich ein Tomatengewächshaus habe, die Tomaten sind grün und ich tue dann zum Beispiel Etephon drauf. Etephon ist eine Wuchssubstanz, die man kaufen kann, wo auch Ethylen drin ist. Also Etephon ist nichts weiter als Ethylen, ein Chlorid und ein Phosphation dran. Sobald das von der Pflanze aufgenommen wird, spaltet sich Chloridphosphat ab, es bleibt Ethylen übrig und das führt dann zum Beispiel zur Fruchtreifung, zur Blühinduktion und ähnlichen Dingen. Aber wie gesagt, gibt eine ganze Reihe von Wuchshormonen, die werden hier oben produziert und werden dann mit dem Saftstrom nach unten transportiert und an ihre Zielorte, wo sie eine bestimmte Wirkung hervorrufen sollen. Und es gibt Wuchshormone, die Knospenbildung und auch den Austrieb der Kerzen hier unten hemmen. Und das ist genau das, was eigentlich der Baum will. Der will hier unten nicht seine ganze Photosyntheseleistung, seine Zucker, die er produziert, will er nicht hier unten in die Äste reinstecken, die wahrscheinlich in Kürze so und so absterben in Natura, weil eben dort das Gras wächst, das Unkraut ist, sondern der will hier oben wachsen. Das heißt, er tut Wuchshormone runter transportieren und hemmt diese Kerzen hier unten. Und das müssen wir verhindern. Und das können wir ganz einfach verhindern, indem wir die Spitzen hier oben einkürzen. So, hier haben wir jetzt in unserem Gewächshaus die Japan-Import von diesem Jahr stehen. Die muss noch bis Juli in Quarantäne stehen. Quarantäne deswegen, weil hier können natürlich irgendwelche bösen Viecherchen im Boden oder in Pflanze drin sein. Europa will verhindern, dass diese Schädlinge eingeschleppt werden. Deswegen müssen die in ein Quarantänegewächshaus gestellt werden. Und ja, im Falle der Mädchenkiefern müssen sie mindestens 3 Monate bis zum 1. Juli hier drin stehen. Der Pflanzenschutz kommt einmal im Monat, guckt sich das an. Und wenn keine Schädlinge zu finden sind, dann werden sie am 1. Juli freigegeben und können verkauft werden. Zwischendrin wachsen aber die Pflanzen vor sich hin. Das heißt, wir müssen da jetzt schon dran arbeiten, sonst wachsen da viele Dinge in einer Art und Weise, wie wir sie nicht haben wollen. So. Also, es geht um Wuchssteuerung, es geht darum, die Kerzen hier oben einzukürzen und die Kerzen hier unten, die klein und mickrig sind, möglichst nicht einzukürzen, damit sie größer werden. Wenn die Kerzen so lang sind wie jetzt, kurz nach dem Austrieb, geht das sehr einfach. Man kann sie einfach anfassen und abbrechen. 3 Wochen später geht das nicht mehr. 3 Wochen später sind sie schon gummiartig. Das merkt man jetzt schon. Das geht gar nicht mehr so einfach. Aber jetzt geht es noch. Also eine Woche haben wir noch Zeit. Da können wir es mit den Fingern machen. Wer möchte, kann es auch mit der Schere machen. Dann würde ich allerdings darum bitten, dass ihr nicht so quer rüberschneidet. Warum nicht? Weil er sowohl von den alten Nadeln als auch von den neuen, sich noch nicht entwickelten Nadeln, mal krass gesagt, die Hälfte abschneidet. Und es gibt dann braune Nadelspitzenenden. Das wollen wir verhindern. Also wenn man mit der Schere schneidet, dann bitte so mit der Spitze hier rein, genau zielen und dann wirklich die Kerze an der Stelle abschneiden, wo man es für gut hält. So, das ist genau die Frage. Wo ist es gut? An schwachen Bereichen, wie hier zum Beispiel, habe ich kleine Kerzen. Hier drin ist eine ganz kleine Kerze, die ist überhaupt noch nicht so richtig entwickelt. Da schneide ich momentan gar nichts. Wenn überhaupt, dann schneide ich sie vielleicht in 4 oder 8 Wochen, wenn sie größer geworden ist. Im Moment fasse ich die gar nicht an. Kerzen, die bloß ein kleines bisschen gewachsen sind, wie hier unten, würde ich vielleicht 5, 6, 7 Nadelbünde stehen lassen. Und Kerzen hier oben, die sehr groß sind, die sehr kräftig sind, wenn überhaupt, dann lasse ich dort 1, 2 Nadelbünde stehen, um sie wirklich in ihrem Wuchs deutlich auszubremsen.
Ja, und das ist es eigentlich schon fast. Der Rest ist jetzt eine Fleißarbeit. Natürlich hat man hier an so einem Baum ohne weiteres, wenn man das ausbrechen will, eine Viertelstunde zu tun. Wie gesagt, oben wird mehr ausgebrochen, unten wird entweder gar nichts oder weniger ausgebrochen. Und das ist jetzt das, was man machen möchte. Ich hoffe, dass dieses Video für meinen Freund Jürgen im Internet nicht zu langatmig war. Ansonsten empfehle ich Ihnen, das nächste Mal nach 30 Sekunden abzuschalten. Ja. Hat jemand Fragen zu dem Thema? Irgendjemand was nicht verstanden? Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und dann Ärmel hochgekrempelt und dann wird jetzt das Gewächshaus durchgearbeitet. Danke für